Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, liebe Gersche, liebe Freunde aus nah und fern der Stadt Gera, ich heiße Sie herzlich willkommen im neuen Jahr 2024 und wünsche Ihnen für das gesamte Jahr viel, viel Gesundheit und persönliches Wohlergehen. Das neue Jahr steht jetzt in den Startlöchern und oftmals blickt man auch noch kurz zurück und sagt sich, was bleibt eigentlich vom Jahr 2023? Hatte man schöne Momente gemeinsam mit der Familie? Öffnete sich die ein oder andere Tür? Oder auf der anderen Seite gab es vielleicht auch Probleme gesundheitlicher Art oder musste man persönliche Tragödien verkraften? Egal, was 2023 gebracht hat, wir sind gemeinsam alle auf jeden Fall an Erfahrung reicher. Und ich hoffe, Sie haben sich, wie ich auch, die Zuversicht und die Hoffnung gemeinsam bewahrt und gehen gestärkt aus den Erlebnissen auch des vergangenen Jahres heraus. Schon vor einem Jahr, also im Jahr 23 zu Beginn, mussten wir auf ein Jahr von Krisen zurückblicken und dass Kriege, Krisen und vieles mehr bereithielt. Und damals war noch vor einem Jahr die Energiekrise in aller Munde und die ist inzwischen weitestgehend zumindest aus den Schlagzeilen verschwunden. Anderes, was auch schon 2022 uns bewegt hat, hat aber leider auch an Aktualität immer noch nicht verloren. Dazu gehören der Krieg in der Ukraine, eine hohe Inflation und auch eine Flüchtlingskrise und auch die immer fortwährenden Zukunftssorgen in Deutschland, in Thüringen, aber auch bei uns hier in der Stadt Gera. Zum Thema Sicherheit konnten wir im letzten Jahr einige wichtige Schritte gehen und auch die ein oder andere Sorge tatsächlich begegnen. So wurde im Herbst vergangenen Jahres ein weiterer Kontaktbereichsbeamter der Polizei für unsere Stadt offiziell in seinen Dienst eingewiesen. Die Kontaktbereichsbeamten spielen eine enorm wichtige Rolle, um insbesondere auch das besondere Gefühl, sie sind da vor Ort, auch in den Orts- und Stadtteilen, wo es wichtig ist, sie können Situationen beobachten und alleine durch ihre Präsenz für eine veränderte Stimmungslage sorgen, noch bevor es vielleicht auch zu Unruhen kommt. Welchen hohen Einfluss Präsenz auch in dieser Frage haben kann, hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten insbesondere auch im Bereich der Heinrichstraße gezeigt. Übermütige Jugendgruppen, Menschen, die ihre gekauften Spirituosen und Alkohol nicht zu Hause, sondern direkt hinter der Tür des Einkaufszentrums vertilgen, Konflikte zwischen den Kulturen, all dies hat die Aufenthaltsqualität rund um die Arkaden deutlich belastet. Aber seit vergangenem Frühjahr wurden einige Maßnahmen besprochen, aber auch schon umgesetzt, die tatsächlich auch schon zu einer Verbesserung geführt haben. Und das ist gelungen. Seit Sommer, insbesondere 23, hat dankenswerterweise die Polizei eine deutlich erhöhte Präsenz dort insgesamt vor Ort, aber auch gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsamt. Und ich möchte an dieser Stelle ganz bewusst die wirklich hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung einerseits, aber auch der Landespolizeiinspektion Gera hier hervorheben. Gemeinsame Präsenz und gemeinsame Streifendienste und kontinuierliche Kontrollen, ja nicht immer und überall und zu jeder Zeit, aber kontinuierliche Kontrollen in Schwerpunktbereichen tragen dazu bei, dass die Sicherheit in unserer Stadt sich verbessert und auch verbessert hat, aber weiterhin auch, und das ist klar, verbessern muss. Für das Jahr 2024 ist auch insbesondere im Bereich der Heinrichstraße und des direkten Innenstadtkernes weiteres geplant. So ist ein abgestimmtes Vorgehen zwischen der Landespolizeiinspektion, uns als Stadt, aber auch dem Verkehrsbetrieb und den zu involvierenden Akteuren zur Ausweitung der Alkoholverbotszone vorgesehen, zur Stärkung der Sicherheit weiter in der Heinrichstraße. Auch die Prüfung des Einsatzes einer Videoüberwachung, das wird jetzt intensiv vorangetrieben, hier direkt im Innenstadtbereich und das ist beauftragt. Die Umsetzung wird hoffentlich auch bald erfolgen und in den nächsten Monaten müssen wir auch in vielen anderen Bereichen die Ärmel weiter hochkrempeln. Es werden viele Baumaßnahmen begonnen. Dazu gehört
unter anderem unendlich der Ersatzneubau in der Nürnberger Straße, der Fußgängerbrücke oder auch, dass es endlich losgeht bei der vierten Regelschule mit dem Bildungscampus in Lusern. Die Stadt hat vergangenes Jahr im Sommer eine Vielzahl von Fördermittelanträgen gestellt und auch bereits auf den Weg gebracht für den Bildungscampus. Für unsere Regelschule die vierte und den Bau einer Zweifeldsporthalle mit Ergänzungsbauten und zugehörigen Freianlagen wurden über 6 Millionen alleine an Fördermittel für ein Gesamtvolumen von über 30 Millionen Euro, die wir in Lusern investieren wollen, gestellt. Und weitere werden folgen. Der Bildungscampus in Lusern wird mit seinem Volumen eines der größten Stadtbauprojekte in den vergangenen Jahren, aber auch für die nächsten Jahre sein. Und deswegen ist er so wichtig, auch für mich ganz persönlich. Und ich habe alle Kraft darauf gelenkt, dass wir den Weg gehen können. Denn auch das soziale Leben in Lusern als Zentrum dort braucht etwas, wo die Generationen sich zusammenfinden. Zur Umsetzung des Projektes ab dem kommenden Sommer jetzt werden umfangreiche Fördermaßnahmen notwendig sein und erste Zusicherungen der Unterstützung von Bund und vom Freistaat liegen vor. Und der Bildungscampus wird sich einreihen in eine ganze Reihe von herausragenden Schulbauprojekten der vergangenen Jahre. Der Campus Ruteneum hier direkt in der Innenstadt oder die Sanierung der Ostschule, jetzt die Europaschule und weitere, die in Gera gemacht wurden, zeigen, insbesondere die Bildung hat einen hohen Stellenwert für uns als Stadt. Und daran gilt es jetzt anzuknüpfen. Denn Investitionen in Bildung und die Förderung unserer Kinder und Jugendlichen, die ist so wichtig für die Zukunft der gesamten Stadt. Für die Zukunft der Innenstadt haben wir auch im Jahr 2023 einige wichtige Weichenstellungen geschafft und dargelegt. Wir haben jetzt endlich seit Herbst vergangenen Jahres eine City-Managerin, die gemeinsam mit einem Stadtentwicklungsmanager ihr Büro direkt auf dem Kornmarkt hat. Und sie wird die City-Managerin, das Bindeglied zwischen all den Händlerinnen und Händlern, Gastronomen, allen Akteuren der Innenstadt sein, um dort rauszufinden, wie können wir gemeinsam mit den Händlern und mit den Gastronomen etwas bewegen. Es soll die verschiedenen Ansprüche und Bedürfnisse für eine moderne Innenstadt bündeln und Projekte zur Belebung der Innenstadt initiieren. Und eines meiner großen Projekte ist es für dieses Jahr die ganze Sorge von unten bis oben, vielleicht auch mit Regenschirmen zu bespannen, um dort ein einmaliges Aufenthaltserlebnis zu schaffen. Eine weitere inhaltliche Aufgabe für das City Management ist die Erarbeitung des Innenstadtkonzepts und genau das Konzept soll von einem fortschrittlichen und zukunftsfähigen, aber auch lebenswerten Bereich die Grundlage in unserer Stadt sein. Die Realisierung dieser beiden Stellen, Stadtentwicklungsmanager und City Management, werden gefördert vom Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren des Bundes. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, Zukunft, das ist das, was uns, glaube ich, alle gemeinsam antreibt, denn wir haben das innere Gefühl, mit unserer Arbeit und mit unserem Engagement oder unseren Handlungen wollen wir doch Gutes bewirken, um eine bessere Zukunft gestalten zu können. Und Hoffnung motiviert wirklich zum Durchhalten. Wer hofft, der distanziert sich von negativen Erwartungen und er mobilisiert auch Energien für eine bessere Zukunft. Menschen, die hoffen, die glauben an das Positive und die motivieren sich, Lösungen und Wege zu finden, auch um an ihr Ziel zu kommen. Durch solche Gefühle gehen wir aus Krisen wie im letzten Jahr gestärkt hervor. Natürlich gewinnen wir nicht immer, aber wir fühlen uns auch uns gegenüber einander näher und spüren eine Verbundenheit und in einem manchmal wirklich tristen Alltag. Ich möchte an dieser Stelle wirklich allen Gerarinnen und Gerern, die sich im Ehrenamt im vergangenen Jahr engagiert haben, für 365 Tage Einsatz danken. Egal ob im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr, der Tafel, dem SOS Kinderdorf, in der Telefonseelsorge, in den Selbsthilfegruppen. In Gera engagieren sich Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen. Sie bringen sich ein mit Ideen, Aktivitäten, bleiben dadurch auch selber auch oftmals geistig mobil und sie tragen dabei, die soziale Struktur in unserer Stadt zu stärken.
Sie investieren Zeit, sie investieren Herzblut und Energie, um anderen zu helfen. Sie widmen ihre Freizeit dem Wohle ihrer Mitmenschen und treten selbstlos für uns als Gesellschaft ein. Sie machen die Welt durch ihren Einsatz jeden Tag ein kleines Stückchen besser. Das Ehrenamt ist eine der grundlegenden Säulen in unserer Gesellschaft. Für das Zusammenleben in einer Stadt ist es nicht nur wertvoll, es ist unverzichtbar. Es stärkt den Kontakt zwischen Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft, sozialer Milieus und auch Kulturen und fördert Toleranz und Solidarität und damit oftmals auch den Abbau von Vorurteilen. Kurzum, das Ehrenamt ist eine unserer Grundfesten der Demokratie. Und das Jahr 2024 steht so oder so ganz im Zeichen der Demokratie, denn es ist für uns in Thüringen ein Superwahljahr. In einem knappen halben Jahr, Ende Mai, findet die Wahl der Mitglieder des Stadtrates, die Oberbürgermeisterwahl, die Ortsteilbürgermeister und die Wahl der Ortsteilräte statt. Anschließend, Anfang Juni, wird das Europäische Parlament neu gewählt und es kommt möglicherweise zu einer Stichwahl für die Position des Oberbürgermeisters. Ich möchte Sie aktiv bitten, geben Sie Ihre Stimme ab, ob am Wahltag selbst oder zuvor per Briefwahl. Warum ist es wichtig, wählen zu gehen? Durch die Wahl entsenden wir, jeder Einzelne, jeder Bürger, jede Bürgerin, unsere Vertreter. Wir entscheiden darüber, wer unsere Interessen vertritt. Wir entscheiden, wer uns auch nicht vertritt. Und deshalb gehen Sie wählen, denn wenn Sie nicht wählen, haben Sie keine Chance, Ihren einzelnen Einfluss geltend zu machen. Oft geht eine Wahl auch wirklich sehr eng aus. Es zählt also wirklich jede einzelne Stimme. Nicht wählen aus Protest funktioniert nicht. Eine Stimme, die nicht abgegeben wird, fällt einfach unter den Tisch. Nehmen Sie Ihr Recht wahr und seien Sie Teil unserer Demokratie. Und wer sich in besonderem Maße in diesen Tagen der Wahlen engagieren möchte, den rufe ich auf, beteiligen Sie sich bei uns in der Stadt als Wahlhelfer. Wir brauchen 81 Wahlvorstände und 15 Briefwahlvorstände und über alles rund 800 Menschen, die sich an dem Tag als Wahlhelferin oder Wahlhelfer engagieren. Und Sie können tätig sein hier in Gera, wenn Sie hier auch wahlberechtigt sind. Und besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Als Helferin oder Helfer betreut man die Wahllokale am Wahltag, man gibt Stimmzettel aus, man kontrolliert das Wählerverzeichnis und man stellt den reibungslosen Ablauf der Wahlhandlung sicher. Und am Ende natürlich auch die Auszählung. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, Sie melden sich immer, wenn Sie als Wahlhelfer sich melden, immer für einen speziellen Tag und nicht für das ganze Jahr. Also, wenn Sie nur Zeit bei einer Wahl haben, zögern Sie sich nicht. Schauen Sie auf die Homepage unserer Stadt unter www.gera.de/wahlen oder schicken Sie bitte einfach eine E-Mail an wahlen@gera.de. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen umgehend Kontakt mit Ihnen auf. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gersche, das Jahr 2024 hat 366 Tage, das heißt 366 neue Chancen für unsere Stadt. Und lassen Sie die uns nutzen. Hier in unserer Stadt haben wir gerade in den vergangenen Jahren der Krise schon so manche Herausforderungen bewältigt. Und die Ausgangssituation, die wir nicht nur in Gera, sondern in ganz Thüringen und Deutschland haben, die Ausgangssituation ist vielleicht nicht die einfachste. Aber wir alle, und insbesondere ich möchte diese 366 Tage nutzen, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, aufzuholen und unsere Stadt Stück für Stück weiterzuentwickeln. Denn vieles wurde in den vergangenen 5 Jahren schon erreicht. Ich wünsche Ihnen persönlich für dieses Jahr vor allen Dingen Gesundheit. Sie wissen, dass ohne Gesundheit geht nichts, aber auch viel Zufriedenheit. Und oftmals ein bisschen Gelassenheit, aber auch Zuversicht, um in diesen chaotischen Zeiten seinen Optimismus nicht zu verlieren. Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen. Lassen Sie uns gemeinsam, Bürgerinnen und Bürger, jeder hier in unserer Stadt, mit dem Stadtrat, mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, die uns gesetzten Ziele
angehen, erreichen und neue finden, die wir in den nächsten Jahren angehen wollen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen kraftvollen Start in das Jahr 2024. Ich kann Ihnen versichern, meine Batterie ist wieder aufgeladen für 366 Tage und noch viele weitere Jahre. Bleiben Sie gesund, starten Sie gut ins neue Jahr. Herzlichst, Ihr Oberbürgermeister Julian von Arp.